Der Schmerz betäubt dich für eine Sekunde. Du verstehst nicht, was das hier soll. Die Maschine scheint dich fressen zu wollen. Und Joshua Katz steht da nur dumm rum und redet dir gut zu. Aber obwohl du spürst, dass sein Arm gerade in einem unnatürlichen 65-Grad-Winkel von den Zahnrädern nach oben gebrochen wurde, spürst du keinerlei Schmerz. Du bist ja nicht mal sicher, ob du wirklich verletzt bist. Kriege ich meinen Arm raus? Nein. Ja, ich irgendwas zwischen schmerzerfüllt und manischem Lachen schrei ich Katz an, er soll mich rausziehen. Zieh mich hier raus, du Idiot! Ja, der streichelt dir nur weiter über den Kopf. Drückt dir dann einen Kuss auf die Wange. Mit meiner anderen Hand lange ich zu. Du willst ihn packen? Nee, ich will ihn so, also so wie so eine Backpfeife wach machen. Okay, einfach nur eine Backpfeife. Ja, ja, das kannst du machen. Zeigt dich das einen Effekt, Joshua? Ja, ich denke schon. Ich denke schon, wenn du mich schlägst, schaue ich dich an, schüttel mit dem Kopf, warum schlagen sie mich? Weil sie mich hier rausziehen sollen und nicht meine Haare streicheln sollen. Wieso Haare streicheln? Ja, was weiß ich, und küssen wollten sie mich auch, das klären wir nachher. Ja, dann würde ich mir mal schauen, ob ich seinen Arm da rauskriege. Es ist eigentlich gar nicht schwierig. Du weißt gar nicht, was er für ein Problem hatte. Er ist einfach ist ein bisschen so eingeklemmt. Ein Widerhaken, so ein Bügel. Moment, ich mach das mal. Sie haben sich hier nur einmal... Schwupps. Wieso denn küssen? Ist mein Arm wirklich gebrochen oder kann ich ihn wieder bewegen? Du bist dir sicher, dass die Zahnräder deinen Arm in 1000 Teile zerbrochen haben, aber offensichtlich bist du einfach nur ein bisschen verklemmt gewesen und es passt alles. Schöne, reißen Sie sich ein bisschen zusammen. Ich soll mich zusammenreißen. Sie brüllen hier irgendwelche Mädchennamen, kommen dann hier an, fangen mir an, durch die Haare zu streicheln. Was für Pillen nehmen Sie da eigentlich? Was denn für Mädchennamen? Sie stehen hier an diesem Zahnrad und haben sich hier verhangen und ich trete heran und helfe ihnen und sie reden irgendwas von gebrochenen Armen und Mädchennamen, dass ich sie küssen will. Haben sie nicht alle Tassen im Schrank? Lassen Sie mich doch in Ruhe. Ich versuche davon zu stapfen und fasse immer so meinen Arm an, weil ich es kaum glauben kann, dass das, was ich mir vorgestellt habe und jetzt so unversehrt ist, das passt nicht in meine Welt. Joshua, du siehst eine Tür, die aus dem Maschinenraum herausführt. Nicht die Tür, durch die ihr gekommen seid, sondern eine Seitentür. Und vor der Tür liegt eine Fußmatte und neben der Fußmatte stehen Pantoffeln. Und die Tür ist so halb geöffnet und von drinnen dringt diese Jazzmusik und so ein Duft wabert in deine Richtung. Ein Duft von Hackbraten und Heimat. Ja, dann werfe ich mir jetzt eine Pille ein. Zwei, drei müssten noch in der Packung sein. Eine davon schlucke ich jetzt und dann trete ich, ohne mir die Schuhe abzuputzen, durch die Tür ein und stehe im Hausflur. Sehr gut. Felix, du siehst auch eine Tür. Ein Stahlschott. Auch ein Seiteneingang, ein Seitenausgang zu dem Raum. Ja, sieht deutlich weniger einladend aus als das Stahlschott, durch das Joshua getreten ist. Aber er hat die Tür hinter sich geschlossen. Es gibt keinen Weg, ihm zu folgen. Ja, ich denke mal, das ist der Ausgang und trete drauf zu und mach sie auf. Aiden, du stehst mit Franklin Mills vor einem verschlossenen Stahlschott. Gerade wolltest du durchgehen in den Maschinenraum, in dem du Janice Bedford beim Sterben zugesehen hast, sogar jenseits der Grenze von Leben und Tod. Dein Handy vibriert wieder. Kostschorf hat schon die Hand nach dem Shot ausgestreckt. Als das Handy vibriert und er hält kurz inne, schaut zu dem Shot,
Schaut zu Mails. Macht dann einen Schritt zurück und schaut auf sein Handy, als in der Erwartung, dass wieder irgendeine komische Nachricht von Engel da kommt, irgendwas mit Dominik. Aber er schaut drauf. Eine unbekannte Nummer ruft dich an und Mills legt den Kopf leicht schräg, schaut dich an und meint: Sie sollten rangehen, Officer. Ich glaube, es ist wichtig. Aiden fixiert Mills, lässt ihn nicht aus den Augen und nimmt dann das Gespräch an. Hallo, wer ist da? Guten Abend, Mr. Kostroff. Officer Kostroff, entschuldigen Sie bitte. Hier spricht Martha Mills. Aidens Augen werden groß und er schaut, legt den Kopf leicht schief und schaut Mills an. Sagt aber nichts und hört. Er sagt nichts, er hört weiter zu. Sie waren mit meinem jungen Franklin unterwegs, wie ich gehört habe. Franklin war ein unartiger Junge. Genau wie ihr Dominik. Reizender kleiner Kerl, ihr Dominik. Und eine sehr hübsche Frau haben sie. Was haben sie ihnen getan? Ich? Noch? Gar nichts. Warum sollte ich das? Ich habe nichts gegen sie, Aiden. Ganz wirklich. Sie haben zwar eine unglückliche Rolle in den Plänen meines Sohnes Franklin gespielt, aber... Nun gut, dafür können sie nichts. Ich sehe es ihnen nach. Jeder hat eine zweite Chance verdient. Und hier ist ihre Chance. Sie werden Franklin für mich töten. Hier, in diesem Schiff, ertränken sie ihn in der Brühe, schlagen sie ihm den Schädel ein, es ist mir völlig gleich. Aber sie schalten ihn aus. Und wenn sie das tun, dann werde ich zufrieden sein. Und dann werde ich keinen Grund haben, ihr schönes kleines Heim zu besuchen. Im Vorort und mich ein bisschen mit Dominik und Amy zu unterhalten. Verstehen Sie, was ich meine? Sie sind doch schon so lange tot. Aiden, Sie waren doch schon einmal hier. Sie haben gesehen, wie die Grenze zwischen Leben und Tod, wie leicht sie verwischt werden kann. Glauben Sie nicht, dass ich nicht bereit bin, diese Grenze zu verwischen, so wie mein Sohn bereit war, sie zu verwischen, um mir zu entkommen? Fordern Sie mich nicht heraus, Aiden. Fordern Sie mich nicht heraus. Dann legt sie auf. Und statt dem Anruf ist da eine MMS, eine weitere Bildnachricht. Aiden schaut Mills an, sagt erstmal nichts. Dann nimmt er das Handy, um die MMS anzuschauen. Du öffnest das Bild und du siehst Amy, wie sie da sitzt mit Dominik auf ihrem Schoß. Er hat einen Rührbesen in der Hand und unter dem Bild steht: Wir machen heute Pfannkuchen. Können es kaum erwarten, bis du wieder da bist. Aber im Hintergrund des Fotos siehst du einen bedrohlichen Schatten, der sich über die beiden hinaus erstreckt. Ich zeig dir, wie der Schatten aussieht. Eine Frau, altmodische Aufmachung, in einem Kleid mit einer Schürze, raucht eine Kippe und in der Hand hält sie ein gewaltiges Schlachtermesser. Aiden starrt dieses Bild an, starrt diese Frau im Hintergrund, beziehungsweise diesen Schatten an. Dann steckt er das Handy weg, schaut Mills an. Schöne Grüße von deiner Mutter. K.
keep it together. Du bist ein wenig abgelenkt. Für einen Moment, wenn du das Handy wegsteckst. Du greifst an die Seitentasche deines Rucksacks, wo du den den Schlagstock befestigt hattest. Und du willst ihn herausziehen. Und du wirst zuschlagen, oder bist du nicht? Du wirst Franklin Mills töten, wirst du nicht? Oh. Während Aiden das Handy also in seine Mantelseitentasche gleiten lässt, merkt er diesen Schlagstock. Und seine Hände schließen sich darum. Oh, nein, nein. Deine Hände schließen sich um gar nichts. Da sollte dein Schlagstock sein. Aber da ist kein Schlagstock. Weil dein Schlagstock, den hält Franklin Mills in der Hand. Er holt aus. Und dann siehst du noch das schwarze Gummi runterrasseln. Kunal, du stehst völlig allein hinter dem schweren Stahlportal und vor dir ein Inferno aus Maschine, Zahnräder, die sich drehen, Rohre, die Dampf ausstoßen. Aber es ist alles, es ist weniger bedrohlich, als du dachtest. Es ist eine Höllenmaschine offensichtlich, die plötzlich zu neuem Leben erwacht, Feuer und Dampf ausspeit, aber in dem Klacken der Zahnräder, in dem Speien, in dem Pfeifen der Rohre, in dem Speien des Dampfes, da erkennst du ein Muster. In dem Muster ist etwas versteckt, eine Botschaft, und die Botschaft ist eigentlich ganz klar, es ist eigentlich eine völlig banale Botschaft. Ich versuche zu verstehen, was hier vorgeht. Ich weiß, ich sehe weder die andere Welt. Es ist mir plötzlich klar. Und ich versuche, die Botschaft zu sehen oder zu riechen. Mach mal eine Probe auf See Through the Illusion. Du stehst da und wie die Maschinenräder sich ineinander drehen, verschwimmt auf einmal das Bild. Es ist, als würde die Decke des Schiffs einfach aufgerissen werden von einer riesenhaften Geisterhand. Und du würdest unter einem wolkenbehangenen Sternenhimmel stehen. Die Maschine vor dir wird von den Zahnrädern in die Höhe getrieben, als hätte sie ein eigenes Wesen, einen eigenen Geist, der sie langsam in Richtung dieses schwarzen Vollmondes emporhebt. Und du weißt, dass du schon einmal hier gewesen bist. Du hast schon einmal gesehen, dass hinter der eigentlichen Stadt die ewige Stadt liegt. Metropolis, das Reich. Hinter allen Spiegeln, hinter allen Welten, die uralte Welt, der Ursprung der Menschheit, da kommt ihr alle her. Da habt ihr gelebt, als ihr noch übernatürliche Wesen von unbegrenzter Macht wart. Und dann plötzlich ist es so, als würdest du nach vorne kippen und die Welt sich einmal um 180 Grad drehen. Und auf einmal ist der Boden die Decke und du starrst statt nach oben, nach unten. Und unter dir ist ein schwarzer Mahlstrom. Eine schwarze, tote Sonne hängt in diesem Himmel, der eigentlich der Boden ist, und die Türme, die sich dort in die Luft erheben, sind keine modernen Gebäude, sind keine Wolkenkratzer, sind verzerrte, schiefe, windschiefe Türme, die sich dort hinaufragen, und der Engelschor, den du bis gerade noch gehört hast, wird auf einmal kakophon und verzerrt, und es sind keine Engel, die singen, sondern es sind Seelen, die unter Qualen schreien. Ja, Kunal hatte sich das anders vorgestellt. Er hatte, wenn er hinter das Muster schaut, dann würde er sowas wie nach Hause gehen. Und jetzt stellt er fest, dass er in der Hölle landet. Kunal fängt an, laut zu schreien.
Hinter dir klingt auf einmal eine warme Frauenstimme. Nicht ganz das, was du erwartetest, nicht wahr, Kunal? Nein. Nein. Dann drehe ich mich um. Erst beantworte ich die Frage und dann drehe ich mich um. Du drehst dich um und hinter dir steht eine Frauengestalt, die in dem Moment, wo du dich umdrehst, plötzlich in die Höhe schießt und die so groß ist, nicht nur physisch groß, sondern einfach von ihrer Präsenz her erdrückend und groß, dass es dir kaum gelingt, den Blick auch nur über den Saum ihres Rockes zu erheben und an ihr hinaufzublicken. Du schaffst es einfach nicht. Diese Präsenz drückt immer wieder deinen Blick nach unten und sie flüstert dir zu, aber nichtsdestotrotz kannst du hier die Wahrheit finden, die du gesucht hast. Du könntest eine Ewigkeit lang studieren, die Geheimnisse von Inferno. Ja, erst mein Kopf auf meine Schuhe gerichtet, zusammengekauert und dann, als ich ihre Worte höre, straffen sich meine Schultern. Ich blicke eher wieder geradeaus und Wahrheit. Wahrheit ist das, was ich suche. Wahrheit. Ja. Gut. Gut. Aber es gibt eine wichtige Spielregel, die du wissen musst, mein Junge. Ich spiele gerne. Ich spiele viel. In Inferno gibt es Wahrheit nur im Gegenzug. Sie atmet nochmal einen Schwall von ihrem Zigarettenqualm in deine Richtung, der dich halb erstickt und dich zum Husten bringt. Nur im Gegenzug gegen Schmerzen. Und dann drückt sie auf einmal eine Zigarette an deinem Hals aus, die dir den halben Hals verbrennt. Würfel bitte Endure Injury. Während sie die Zigarette ausdrückt, reibt sie sie langsam von deinem Hals in Richtung deines linken Auges und brennt es dir quasi aus dem Schädel heraus. Du nimmst eine schwere Wunde, während du vor Schmerzen auf die Knie sinkst. Und sie flüstert dir zu: Weine nicht, mein Junge, du brauchst es nicht. Es ist nur ein Hindernis, nur ein Organ aus Fleisch und Blut, das dich an eine Welt kettet, die dir keine Wahrheit schenken kann. Hör mir zu, Junge. Du kannst eine Ewigkeit an meiner Seite verbringen und alles lernen, was es zu lernen gibt, alle Geheimnisse zwischen hier und Elysium. Aber du musst einen Zoll erbringen. Eine Gegenleistung. Du musst Franklin. Mein Auge. Du musst Franklin für mich töten. Willst du das tun, Kunal? Ich bin schwach. Ich bin schwach. Ja, ich kann es versuchen, aber ich bin schwach. Aber du bist offen für die Wahrheit und das ist wahre Stärke. Mein Junge, du kannst es vollbringen. Du kannst hier zu mir kommen, in meine ganz persönliche kleine Hölle und wir werden die Ewigkeit miteinander verbringen und ich werde dir alle Geheimnisse verraten. Aber ich bin schwach. Ja, aber ich bin schwach. Dann musst du mich stark machen. Aber, mein Sohn, das habe ich doch bereits getan. Sie streichelt dir mit ihrer halb ausgedrückten Kippe, die immer noch heiß brennt, über deine Stirn. Du hast es doch längst, das dritte Auge. Und jetzt habe ich dir einen Einblick gegeben, was auf der anderen Seite wartet. Es wird dir helfen, dich zu orientieren in meinem Spinnennetz. Ich werde kommen. Sei kein Narr, Kunal. Mach keinen Fehler. Entweder du tötest Franklin oder jemand anderes wird es tun. Du musst dich jetzt beweisen, ob du der Wahrheit würdig bist. Und dann stößt sie dich von sich weg. Du klatschst in das schwarze Wasser und versinkst in den Fluten.
Aiden, hast du Endure Injury gewürfelt? Würfel bitte Endure Injury. Alright, that's a failure. Du darfst einen der folgenden drei Zustände auswählen. Entweder du bist bewusstlos oder du bekommst eine kritische Wunde oder du stirbst. Kritische Wunde ist ein Schritt vom Tod entfernt. Also bewusstlos ist noch näher im Leben von den drei Optionen. Ja, genau. Dann will ich bewusstlos. Gut, du siehst den Gummiknüppel für eine Sekunde noch in die Peripherie deines Blickfeldes kommen. Du siehst Franklin Mills entsetzten, verzweifelnden Gesichtsausdruck. Dann spürst du, wie das Hartgummi dich direkt an der Schläfe erwischt. Du drehst dich, wie eine, machst eine Pirouette auf der Stelle und sackst bewusstlos zu Boden. Caleb. Hier. Da ist immer noch diese Wasserleiche, die da vor sich hin schwimmt. Das Schott hinter dir ist versperrt. Ich habe die Augen weit aufgerissen, presse meinen Rücken gegen die Stahlwand und versuche weiter nach hinten zu kommen, aber es geht nicht und diese Leiche schwimmt immer weiter auf mich zu. Plötzlich hörst du ein seltsames Geräusch, ein Surren, ein Pfeifen, eine Stahlkette, die sich immer wieder im Kreis trennt. Und du siehst drei Schemen, die durch das Wasser langsam auf diese Wasserleiche zugewankt kommen. Die eine ist ein Schrank von einem Kerl in einem Hoodie. Er schwingt mit der einen Hand diese Kette, die immer wieder in das schwarze Wasser klatscht, das Wasser aufpeitscht und dann durch die Luft zirrt. In der linken Hand hält er einen Revolver. Du siehst zwei junge Mädchen, eine kleine Asiatin, die mit einer Rasierklinge durch die Luft fahren lässt und ein Mädchen im Schlafanzug, das mit müdem Blick auf dich zuwankt und ruft, Doktor, wir müssen nochmal über Ihre letzte Diagnose sprechen. Was wollt ihr von mir? Kyle, du faules Stück Scheiße, steh endlich auf! Die Eisenkette zirrt einmal über die Wasseroberfläche, erwischt diese fette Wasserleiche auf dem Rücken und plötzlich mit einem lauten Fassen nach Luft taucht auch Kyle aus der schwarzen Brühe auf. Mit seinem großen Leib wälzt er sich in deine Richtung. Doktor, wir müssen sprechen. Er kriegt kaum einen Ton raus. Du kannst die Würgemale sehen von dem Seil, an dem er sich erhängt hat. Wir müssen sprechen, Doktor. Sie haben gesagt, alles wird leichter. Auf der anderen Seite. Nichts ist leichter, Doktor. Sie sind ein verdammter Lügner. Was ist auf der anderen Seite? Du siehst den großen Kerl die Kapuze runterziehen. Das ist auf der anderen Seite, Doktor. Er zieht die Kapuze runter. Du kannst sehen, dass ihm sowohl die Hälfte, also sein Backen, die Hälfte seines Kiefers und ein Teil von seiner Schädeldecke fehlen. Vermutlich die Stelle, wo Dermond sich die Pistole in den Hals geschoben hat. Oh mein Gott. Auf der anderen Seite, Doktor, sind nur Qualen. Dieselben Qualen, die wir im Leben durchlitten haben. Nur ins Endlose gesteigert. Warum haben Sie uns das angetan, Doktor? Warum haben Sie uns das angetan? Ich würde mal mit zitternden Fingern in der Innentasche meines Sackos ein kleines Lederetui herausziehen.
getan. Ich habe nichts getan. Ich habe versucht, euch zu helfen. Sie haben uns gesagt, wir sollten loslassen. Sie haben uns gesagt, wir sollen aufhören zu kämpfen. Wenn das Kämpfen zu schwer ist, leg deine Last nieder, haben sie gesagt. Sie haben uns umgebracht, Doktor. Sie haben uns in ihre schützenden Hände begeben. Und sie haben uns in den Tod getrieben. Und es hat ihnen Spaß gemacht. Geben sie es zu. Eure eigene Entscheidung. Der gewaltige Leib von Kyle schwankt auf dich zu. Er holt einmal mit der Faust aus und will dich packen. Würfel bitte Avoid Damage. Du schaffst es. Du tauchst unter seinem Hieb ab. Taumelst, gehst unter ihm hin, tauchst unter ihm hinweg, kommst auf der anderen Seite wieder raus, stolperst beinahe die Stufen herunter und befindest dich jetzt in dem schwarzen Wasser, während Dermot die Pistole auf dich anlegt. Jetzt werden wir ihnen zeigen, was es heißt zu leiden, Doktor. Und dann drückt er ab. Bang! Würfel bitte Endure Injury. Mit -2. Wie ein Gestörter ballert er die ganze Trommel leer in deine Richtung. Ein Schuss hat wohl schon gefehlt, den er sich in den Kopf gejagt hat, aber die restlichen 6 Schuss peitschen rechts und links von dir ein. Du wirst an der Kniescheibe getroffen, spürst, wie sie zersplittert, du wirst in den Unterleib getroffen, spürst eine Fleischwunde durch dich durchdringen und du wirst am Hals getroffen. Die Kugel geht direkt durch, hinten spritzt eine rosa Wolke raus auf den gewaltigen Unterleib von Kyle, der sich hinter dir auftürmt, der einmal von unten bis oben mit Blut besudelt wird. Die Kugel zerreißt deine Halsschlagader, du spürst es, du sinkst auf die Knie, du nimmst eine kritische Wunde. Was sagen Sie, Doktor? Haben Sie etwas gesagt, Doktor? Ich kann Sie nicht hören, Doktor! Sind Sie auf einmal näher an dir dran? Du spürst, wie das kleine Mädchen, die ja in den auf dich drauf springt, die Klinge gegen den Hals drückt und das andere Mädchen, Sarah, die sich mit Schlafpillen umgebracht hat, hängt sich einfach nur an dich dran, an deinen Hals. Reißt dich unter Wasser. Das Blut vermischt sich mit dem Öl, das Öl brennt in deiner Wunde, du kannst nicht mehr schreien, du kannst nicht mehr rufen, du kannst nicht um Gnade winseln. Dein Hals füllt sich langsam mit diesem schweren, schwarzen Motoröl und plötzlich packen dich Hände und reißen dich wieder an die Oberfläche. Blut und Öl speiend liegst du auf dem kleinen Plateau am Kopf der Treppe, die in den Maschinenraum hinunterführt, in die schwarze Brühe. Und du kannst die 4 Jugendlichen ungeduldig warten sehen. Sie stehen um dich rum. Kyle, der mit dem Seil herumspielt, mit dem er sich erhängt hat, deinetwegen. Josie, die mit dem Messer an ihrem Arm herumspielt, mit dem sie sich die Pulsadern aufgeschlitzt hat, weil du es ihr geraten hast. Dermond, der seine Pistole langsam nachlädt, mit der er sich das Hirn weggeblasen hat, weil du es ihm geraten hast. Und Sarah, die vor dir auf dem Boden liegt und ein Schlaflied vor sich hin summt und über dem allen ein drohender Schatten von einer Frau in einem Krankenschwestern-Outfit, definitiv aus dem letzten Jahrhundert. Dr. DeHamry, die Kinder haben mir gesagt, sie waren unartig.